Benutzen Sie eine Stütze für die Hand, die den Brenner hält. Das Plasmastrahl durchbläst das geschmolzene Metall, wenn die Funken auf der Unterseite des Teils raustreten und nicht seitlich. Falls bei der Arbeit die Flamme aus Versehen erlischt, drücken Sie für die Wiederherstellung innerhalb von 5 Sekunden wiederholt den Startknopf und lassen Sie ihn langsam los. Regeln Sie die Durchbläsung des Metalls, indem Sie den Brenner in verschiedenen Neigungen halten. Für bequemes Schneiden befestigen Sie an dem Brenner die Schlauchschelle und stecken Sie den Zirkel, um die Öffnungen zu schneiden, ein. Oder stecken Sie die Kugellagerhalterung ein, um eine gerade Linie schneiden zu können. Vor jedem Einschalten des Brenners unbedingt den Brenner nachtanken. Wenn sich auf dem Düsengehäuse die Metalltropfen sammeln, entfernen Sie diese mit einer Metallbürste. Nicht stromleitende Materialien, zum Beispiel Fliesen, darf man nur in Stufe 1 schneiden. Um ein Loch durchzubrennen, halten Sie den Brenner mit kleiner Neigung, um einen Wärmerückstrahl zu vermeiden.